Nächstes Thema, wie reagieren denn die Eltern nun auf diese ganze Ausbildungsphilosophie, Spielphilosophie? Was für Probleme treten da auf? Und ganz wichtig vor allem auch, wie kann man sie lösen? Genau, also natürlich ist es so, dass wir, wenn wir in unserer Philosophie sagen, wir rotieren die Positionen, wir wechseln den Torwart aus, wir müssen alles spielerisch lösen, die Jungs müssen Tricks auf dem Spielfeld machen, dann sind es natürlich alles Elemente, die mich in meiner Wettkampfstärke natürlich schwächen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Spiel verliere, die steigt natürlich. So, wenn ich, jetzt ist der erste wichtige Punkt, um die Eltern in den Griff zu bekommen, ist die Jungs, sage ich jetzt mal, 1 bis 2 Spielstärken schwächer zu melden, als sie normalerweise wären. Das ist einfach eine Gefühlssache. Lieber zu schwach melden als zu stark, damit nicht zu viele negative Gefühle eben aufkommen, dass keine negative Atmosphäre für die Kinder da ist. Das heißt, lieber mal zu schwach melden und die spielerischen Elemente zu trainieren, weil man dann im Verband ja meistens sowieso nach dem Halbjahr eh aufsteigt und damit dann ein bisschen schwerere Gegner hat. So kommt man ein bisschen sicherer rein und immer wenn man gewinnt, das ist nun mal in unserer Gesellschaft so, dann sind die Eltern auch ruhiger. Der zweite Punkt ist natürlich, dass ich durch dieses spielerische Lösen häufiger mal den Ball verliere und ein Gegentor kassiere. Das heißt, den Ball wegzuhauen wäre natürlich die einfache Lösung. Dann ist der Ball beim Gegner in der Hälfte und dann kassiere ich mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein Gegentor. Da dies verboten ist, kassiere ich eben ab und zu mal Tore und da werden Eltern natürlich dann schon öfters laut und so, ja, wieso bringst du mein Kind in so eine Situation? Jetzt verlieren wir wegen meinem Kind. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die Eltern zusammenholt, den Eltern erklärt, dass wir eine Ausbildung verfolgen, was eben die ganzen Elemente sind, die uns jetzt momentan schwächen, aber welche Effekte wir langfristig eben daraus ziehen. Und ich glaube, da gilt es einfach, Überzeugungsarbeit zu leisten, die Eltern mit reinzuholen, ihnen auch mal taktisch zu erklären, was man da vorhat, weil die Eltern dann eben kapieren, wie viele Aufgaben die Kinder tatsächlich haben. Und dann haben die Eltern auch mehr Verständnis. Ein zweites Ding ist, dass die Eltern natürlich dann anfangen, wenn wir zum Beispiel auf der Verliererstraße ist, viel von außen reinzurufen. Und da widerspricht sich natürlich vieles. Ja? Und dann der Trainer sagt, er soll einen Trick machen und die Eltern sagen, hau ihn weg. Sondern führt natürlich zu einem Zwiespalt. Und das, glaube ich, gilt es zu unterbinden. Ich habe das relativ einfach gemacht, indem ich mit meinen Eltern gesprochen habe und meinen Eltern gesagt habe, ich möchte sie in der Gemeinschaft immer haben. Das heißt, alle Eltern sind zusammen und die Eltern sind hinter mir als Trainer. Damit habe ich einen viel besseren Zugang auch zu den Eltern und vor allem nehmen sich die Eltern dann automatisch ein bisschen mehr zurück und wenn eben jemand da doch lauter wird und reinruft, dann gehe ich eben ganz kurz zu ihm und versuche das eben in einer sehr höflichen und ruhigen Art eben das zu korrigieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn man als Trainer da auch zu laut reagiert, dann kann es eben zur Eskalation und nicht zur Deeskalation führen. Das heißt, da ist einfach die Kommunikation des Trainers gefragt und es ist immer besser, ruhiger zu reagieren, sachlicher zu reagieren, als sich zu sehr aufzuregen dabei. Also zusammengefasst kann man einfach sagen, Kommunikation ist alles. Die Eltern unbedingt auf diesen Prozess oder in diesem Prozess mitnehmen, ein Elterngespräch führen, einen Elternabend machen, ihnen mal kurz das alles erklären, was bedeutet diese Ausbildungsphilosophie, was haben wir davor? Und dann hat man eine Regel eigentlich auch wirklich Ruhe, muss man sagen, weil es die Eltern einfach auch verstanden haben. Was ich da auch mal gemacht habe, ist, je älter sie dann werden, auch ruhig mal eine Taktikbesprechung für Eltern gemacht. Ja, mit einer Taktiktafel mal erklärt, was treiben wir da, wo wollen wir hin, was können die Spieler. Da ziehst du ganz viel negative Energie raus, weil die danach eigentlich ziemlich platt und baff sind, wie viel die Spieler eigentlich in dem Alter schon können müssen. Ja. Und wie schwierig das für den Spielern ist, vom Kopf zu steuern und dass der Fehler dann einfach halt mal passiert, der macht ihn ja nicht absichtlich, sondern der ist dann im Kopf einfach oft noch überfordert, aber diese Zeit muss man ihm halt einfach auch geben. Genau, es gibt viele Trainer, die jetzt auch gerade bei Lizenzvereinen, die sich halt von den Eltern praktisch komplett distanzieren, die nur noch Hallo und Grüß Gott sagen. So, da habe ich natürlich überhaupt keine Informationen, erstens über die Kinder, zweitens kann ich nicht kommunizieren, was ich denn eigentlich vorhabe, was meine Ziele sind, damit habe ich auch kein Verständnis bei den Eltern und damit habe ich natürlich auch aus dieser Unwissenheit natürlich eine große Gefahr. Ja, aus Unwissenheit entsteht einfach viel Ärger und Ärgernis auch. Und ich muss als Trainer ja stets wissen, wie geht es den Kindern in der Schule, wie geht es den Kindern sonst unter den Freunden, gibt es da Probleme, damit ich darauf reagieren kann, damit ich Gespräche führen kann. Und ich glaube, als Trainer sind wir Kommunikator, wie das der Herr van Gaal so schön gesagt hat. Wir müssen eben mit allen kommunizieren, um einfach Gewissheit zu schaffen, was wir da haben. Und ich glaube, dann kriegt man gemeinsam eine ganz harmonische Geschichte hin. Und die Eltern, die diesen Ausbildungsweg nicht mitgehen wollen, haben ja immer die Möglichkeit, und das kann man denen auch ganz freundlich sagen, haben ja auch die Möglichkeit, woanders hinzugehen, wo sie dann ihren Wettkampfgedanken sozusagen freien Lauf lassen können. Und das ist dann die Entscheidung jedes Elternteils eben selbst.
Und deswegen kommunizieren wir so viel, damit wir für die Kinder, das ist das primäre Ziel, die optimale Ausbildungsstruktur schaffen können, damit die Kinder später alle Möglichkeiten offen haben. Viel Arbeit, aber es lohnt sich.